Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 2 Assassin of Kings. Wir sind dabei, den Brief zu prüfen und das geht wie folgt. Ich muss die Substanz herstellen, die die verbrannten Kalk ein bisschen als Hitze. Kalk. Dann löschen wir das Ganze ab. Ein Schluck Wasser. Dann die Komoran-Kacke. Mit einer Prise Guano geht alles besser. Und das Ganze wird dann erhitzt, die Dämpfe eingefangen und Wasser übergossen. Auflöst. Ich muss verbrannten Kalk in die Flasche geben und ihn mit Wasser übergießen. Dazu kommt Vogelkacke, dann heiß machen, dann die Dämpfe einfangen und durch kaltes Wasser leiten. Okay. Ich muss die Substanz herstellen. So, wir haben festgestellt, verbrannten Kalk. Ein bisschen verbrannter Kalk. Dann Wasser. Ein Schluck Wasser. Dann die Vogelscheiße. Mit einer Prise Guano geht alles besser. Und das Ganze erhitzen, Dämpfe einfangen und übergießen. Auflöst. Riecht nach Pisse, aber funktioniert. Das Papier ist orange, nicht blau. Der Brief ist gefälscht. Kimbold hatte nichts damit zu tun. Hitze, löschen, Kack und spülen. Gut, gut. Dann reden wir doch einfach mal mit Baron Kimbold und teilen ihm das Ergebnis unserer kriminologischen, kriminaltechnischen Untersuchung mit. Und ja. Du hattest recht, Baron. Natürlich hatte ich recht. Ich würde nie versuchen, Bussy weh zu tun. Bankert oder nicht, er ist noch ein Kind. Dein Lohn, Hexer. Ich will, dass du dich um noch etwas anderes kümmerst. Und das wäre... Worum geht es dabei? Um Graf Linus Maravel. Du hast den Namen schon gehört? Jung, fähig, gut aussehend. Ja, ja, all das und mehr. Und er ist geradezu krankhaft ehrgeizig. Gleich nach der Ankunft der temerischen Delegation in Lokmoin begannen seine Leute regelmäßig, das Nilfgaardische Lager aufzusuchen. Willst du sagen, dass Maravel ein Verräter ist? Wir sind alle befugt, mit dem Gesandten zu kommunizieren. Ohne Ärger, ganz offen und so, wie höfische und diplomatische Protokolle es vorsehen. Aber die Boten des Grafen, die Briefe, die da hin und her gehen, das erinnert mich eher an ein komplexes Balzverhalten. Du willst wissen, was in diesen Briefen steht. Ich will, dass du die Pläne des Grafen in Erfahrung bringst. Der Mann würde seine Mutter verkaufen, um dem Kaiser zu gefallen. Finde heraus, was Maravels Bote transportiert. Wenn es um Verrat geht, musst du Johann Nathalys warnen. Du wirst großzügig belohnt, sei gewiss. Also gut, ich spreche mit ihm. Gut, gut. Mein Herr, wir wissen, wo Sie sind. Wie lauten deine Befehle? Verdammt, ein großartiger Tag. Sammle deine Männer und erledige dies ein für alle Mal. Macht euch bereit. Wir gehen auf die Jagd. Du hast den Baron eingewickelt. Aber das heißt nicht, dass ich dir traue, du Vagabund. Denk dran. So, also ich, wie ich das jetzt sehe, hat der Typ hier gerade... Meister Hexer! Was willst du? Herr, der ehrenwerte Graf Maravel wünscht die Ehre deiner Gegenwart. Er sagt, es sei dringend. Dringend ist wohl alles dieser Tage. Sag. Ja. Achso, wir müssen warten, bis er durch ist, damit wir wieder die Tür öffnen können. Alles klar. Machen wir doch mit dem größten Vergnügen. Bitte einmal durchgehen. Gut, gut, Graf Maravel. Aha, 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 Geralt von Riva. Ist das dein Ernst? So eine Ungerechtigkeit. Dich ohne jede Anhörung einzuschmieren. Nun, wenn ich gesehen hätte, was Sie gesehen haben. Doch, ach, so ist mein Heimatland. Voller Angst. Da ist was dran, nehme ich an.
Eine so vorsichtige wie vernünftige Antwort. Bewundernswerte Qualität. Wenn du meinst. Ja. Was ist denn so dringend, Graf? Die Etikette ist nicht dein Feind, Hexer. Es täte dir nicht weh, sie dann und wann zu umarmen. Wie auch immer, ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du bei Baron Kimbold ein- und ausgegangen bist. Da musste ich mich fragen, ob dir klar ist, welcher Art Mann du da dienst. Was meinst du damit? Er sieht beeindruckend aus, nicht wahr? Schwerer Mantel, Silbermähne, Donnerstimme. Und doch ist unser werter Baron kaum der Heilige, als der er sich geriert. Derlei hört man in letzter Zeit öfters. Ich bin in Besitz gewisser Informationen, die dich interessieren könnten. Mhm. Und du willst sie mir mitteilen, weil? Wir kommen aus verschiedenen Welten, Hexer. Oberflächlich sind wir so verschieden wie Erscheinungen und Wühren. Doch ungeachtet unserer Präferenzen, kulinarisch, politisch, erotisch, haben wir doch dasselbe Interesse, das wir unermüdlich verfolgen. Die Wahrheit. Nur ein Idiot würde widersprechen. Sag mir, was du weißt. Ich hab dich sofort durchschaut, Hexer. Gut, dass ich mich nicht geirrt habe. Du bist nicht der Einzige, der unseren freundlichen Baron in letzter Zeit regelmäßig besucht hat. Das finde ich nicht seltsam, angesichts von Zeit und Ort. Es waren auch einige problematische Besucher dabei. Erpresser, um genau zu sein. Doch ich will keine Urteile sprechen. Vielleicht hat der Baron persönliche Probleme. In diesem Fall würde ich ihm sehr gerne helfen. Komm zur Sache, Graf. Meine Leute haben herausgefunden, wo sich diese Erpresser aufhalten. Ich nehme an, dass Baron Kimbold nicht auf seinen Händen gesessen, sondern seinen Jäger losgeschickt hat, um sie zu finden. Ein grässlicher Mann. Ich weiß, wen du meinst. Bin in Kimbolds Quartier in ihn reingelaufen. Dann weißt du auch, dass du dich beeilen musst, weil sonst nichts von den Erpressern übrig sein wird als verrottende Leichen. Ich zeige dir, wo sie ihr Lager haben. Und ich will nur, dass du herausfindest, worum es geht. Natürlich kannst du auf meine Dankbarkeit zählen. Auch wenn wir beide wissen, dass sie nicht der größte Lohn ist. Ich kann dir nichts versprechen, Graf. Aber ich denke drüber nach. Leb wohl. Okay. Ups. Na? Dann gehen wir doch mal wieder in die andere Richtung. Hätte gar nicht gesehen, dass wir dann... Können wir überhaupt hier lang? Ich hoffe doch. Ja, nice, gut. Das gefällt mir. Ach, da hätte man auch durchgekonnt. Interessant. Gut, gut. Ich hoffe nur, wir schaffen es, bevor die Jäger da waren. Aber es sieht fast so aus. Was willst du? Ich sah dich mit Kimbold sprechen. Ich kann gehen, wohin ich will und reden, mit wem ich will. Ganz deiner Meinung. Jetzt bist du hier und redest mit mir. Ich interessiere mich für den Baron. Ich hab dir nichts zu sagen. Das ist schlecht, denn ich muss alles erfahren, was du über ihn weißt. Baron Kimbold lässt seinen Gruß bestellen. Der fehlte gerade noch. Lass uns allein, Hexer. Seit wann lässt sich ein Hexer von einem Jäger rumkommandieren? Seit dieser Hexer keine Monster mehr schlachtet, sondern die Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckt. Manchmal ist der Geruch so intensiv, dass man ihn nicht ignorieren kann. Wohl gesprochen. Du hast hier ein paar gemeine, stinkende Strolche und denen werde ich etwas Demut beibringen. Eine Tunte wie du? Spitz die Lippen und knutsch mir den Arsch, du verdammte Schwuchtel! Diese Kerle haben dir nichts zu sagen, kapiert? Das werde ich selbst beurteilen. Hilf uns, Hexer. Du wirst's nicht bereuen. Ich muss alles über Kimbold erfahren. Ah, diese Scheiße! Genug mit dem Gebrabbel! Tötet sie alle! Sonst geht's dir gut? Gut, gut. Danke, Hexer. Ja, das glaube ich auch. Sieh zu, dass ich nicht bereue... Du darfst alles erfahren, was wir über Kimbold wissen. Bin ganz Ohr.
Wir kamen her, um unseren Lohn einzutreiben, ich und meine Brüder, für einen Gefallen, den wir dem Baron... Was habt ihr für ihn gemacht? Uns 4 Tage lang die Ärsche im Wald plattgesessen. Und dafür wollte Baron... Natürlich nicht. Wir sollten ein paar Wagen in einem Konvoi zerstören, der durch Mühldorf kommen sollte. Das Problem war nur, dass er da nicht auftauchte. Ich verstehe, dass ihr Mühe beim Eintreiben habt. Kimballs Informationen waren einen Dreck wert. Was können wir dafür? Der Sack hat uns einen Haufen Zeit gekostet. Und man sagt ja, Zeit ist Geld. Wie lauteten eure Befehle? Wir sollten an der Hauptstraße einem Konvoi mit Adligen auflauern. 2 farbige Wagen und eine kleine Eskorte. Die Wagen waren für uns. Alle Insassen sollten sterben. Weißt du, wer in den Wagen sitzen sollte? 2 adlige Kinder mit ihren Kindermädchen. Mehr hat der Baron uns nicht gesagt. Bist du bereit, das Nathalies zu berichten? Ich soll gestehen? Die strecken und vierteilen mich. Du hast doch nichts getan. Einen Auftrag angenommen, das war's. Man kann nicht beweisen, dass du ihn auch ausführen wolltest. Wenn du dich weigerst, siegt Kimbold. Er windet sich daraus, aber dann ist es noch nicht vorbei. Der Baron hat genug Gold, dich zu jagen, bis er dich erwischt. Unwahrscheinlich. Ich werde noch erleben, wie man ihm mit glühenden Zangen Streifen vom Rücken reißt. Also gut. Ich spreche mit Nathalies. Ja. Das finde ich gar nicht mal schlecht gelaufen. Okay, ja gut, gehen wir mal zu Nathalies und reden mit dem netten Herrn. Und schauen mal, dass wir die Wahrheit ans Licht bringen. Gut, gut. Ich verpasse dir gleich an. Auf zu Nathalies. Soweit sollte der nette Herr gar nicht entfernt sein. Ist der Hexer auch eins? Unter den Temeriern gibt es einen Verräter. Vorsicht, Hexer! Wenn du jemanden des Verrats bezichtigst, solltest du besser Beweise haben. Bussy und Anaïs. Ja? Baron Kimbold hat Anaïs entführt. Kannst du das beweisen? Der Baron hat eine Verbrecherbande gedungen. Sie hatten den Auftrag, beide Kinder umzubringen. Warum ist da nur Bussy gestorben? Der Konvoi hat die Route geändert. An der neuen Strecke wartete eine 2. Bande. Vielleicht wollten sie Anaïs als Geisel nehmen, um sicher zu sein, dass sie bezahlt werden. Kannst du deine Anschuldigungen irgendwie belegen? Ich habe einen aus der Bande gefunden. Er ist bereit auszusagen. Ach so. Dann wollen wir ihn mal anhören. Gut, gut. Du siehst, Graf, ich bin in einer misslichen Lage, in der ich die Unterstützung deiner Kräfte bei der Verhaftung von Baron Kimbold brauche. Baron Kimbold, ein Kindermörder. Mögen die Götter uns schützen. Kann ich mich auf dich verlassen, Graf? Schon der Gedanke daran, einem anderen Adligen etwas anzutun, lässt mich erzittern. Ein so grausames Verbrechen darf nicht ungestraft bleiben. Betrachte mich und meine Männer als verfügbar, Johann Nathalies. Gut, gut. Ah, wir haben der Bote nicht gemacht, ja. Okay. Was soll's. Hätte uns übrigens eine Medaille für besondere Verdienste um Temerien gebracht. Mit plus 15 Vitalität und 5 bis 11 Schwertschaden zusätzlich. Vermutlich warst du froh, als man war. Es war ein Triumphhexer. Für Temerien natürlich. Aber besonders. Ja, wo wir beim Thema sind.
Wie Geld scheint so plump als Lohn für eine solche Leistung. Weißt du ein... Vermutlich nicht. Nimm dies, Hexer. Ich versuche, dich nicht zu enttäuschen. Du auch, Hexer. Verzierter Gesetzesbringer aus Nilfgaard. Aha. Vergleichen wir das doch mal. Er hat halt eine ziemlich harte Schadensreduktion, ne? Aber ich glaube, da gefällt mir das andere Schwert besser. Und wir kriegen noch ein weiteres Talent hinterhergeschmissen. Okay. Plus 6 Meter. Würde ich sagen, nehmen wir. Ich meine, die Knie ist ja unser Hauptkampfzeichen in Anführungsstrichen. Ich glaube, was anderes haben wir ja fast nicht verwendet. Ich glaube, ein paar Mal Quen. Aber sonst auch wirklich nichts. Gut. Was machen wir als nächstes? Wir möchten bitte unsere Quest sehen. Ich bin mal gespannt. Wo wir den netten Herrn eigentlich finden. Der Schinder mit dem Haken. Kommt doch bestimmt gleich wieder Harpchen. Die männliche Version einer Harpie. Aber dafür möchte ich dann auch bitte mein vernünftiges Monster an der Schwere rausholen. Dann machen wir auch mal ordentlichen Schaden. Wunderbar. Dann steckt das doch bitte weg. Sehr gut. Nice, nice. So, was haben wir hier? Wer bist du denn? Catmill. Kennt man den? Er steht halb im Boden. Interessant, interessant. Ja, ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt als nächstes, ne? Ja, Leute, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Können wir los? Brigida Papebrock. Sie hat mir ein paar gute Hinweise gegeben. Erzähl. Baron Kimbold hat ein paar Verbrecher gedungen, um die königlichen Bankerte zu ermorden. Dreckskerl. Foltes hat ihm nie getraut. So zeigt sich, dass er recht hatte. Natalis hat den Baron verhaftet. Kimbold wird in Vysima verurteilt. Man sollte ihn einen Kopf kürzer machen. Können wir los? Ich bin bereit. Dann ist Detmold ein toter Mann. Vermutlich hast du auch diesmal keinen Plan. Doch. Wir töten Detmold und rauben das Königskind. Detailverliebt wie immer. Von wem habe ich das wohl? Man weiß es nicht. Sieh mal. Detmold hat die magische Barriere wieder oben. Fängt angeblich Geräusche ab. Ich will gar nicht wissen, was er dahinter alles treibt. Wohin denn so eilig? Wir wollen zu Detmold. Der Zauberer ist beschäftigt.
Er empfängt niemanden. Erkennt ihr mich nicht? Sollten wir denn? Und ob ihr das solltet, falls ihr befördert werden wollt. Wer bist du? Jetzt! Gut, gut. Schön abgelenkt. Aber an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann auch hoffentlich rausfinden, was mit Triss geschehen ist. Und ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, haut rein.